usefulgerman.com. More information in the video description. Paris ist die bevölkerungsreichste Stadt Frankreichs. Paris ist die bevölkerungsreichste Stadt Frankreichs. Paris ist die bevölkerungsreichste Stadt Frankreichs. Die Seine durchfließt Paris von Osten nach Westen. Die Seine durchfließt Paris von Osten nach Westen. Die Seine durchfließt Paris von Osten nach Westen. Der Eiffelturm ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Paris. Der Eiffelturm ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Paris. Der Eiffelturm ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Paris. Jules Renard hat gesagt, fügen Sie zwei Buchstaben zu Paris hinzu und es ist das Paradies. Jules Renard hat gesagt, fügen Sie zwei Buchstaben zu Paris hinzu und es ist das Paradies. Jules Renard hat gesagt, fügen Sie zwei Buchstaben zu Paris hinzu und es ist das Paradies. Paris ist die Welthauptstadt der Mode. Paris ist die Welthauptstadt der Mode. Paris ist die Welthauptstadt der Mode. Die Avenue Champs-Élysées ist die größte Straße von Paris. Die Avenue Champs-Élysées ist die größte Straße von Paris. Die Avenue Champs-Élysées ist die größte Straße von Paris. Ich mag es, die Champs-Élysées entlang zu schlendern.
Ich mag es, die Champs-Élysées entlang zu schlendern. Ich mag es, die Champs-Élysées entlang zu schlendern. Ich besichtige oft das Louvre, ein sehr schönes Museum. Ich besichtige oft das Louvre, ein sehr schönes Museum. Ich besichtige oft das Louvre, ein sehr schönes Museum. Ich wohne in einem großen Haus. Ich wohne in einem großen Haus. Ich wohne in einem großen Haus. Mein Haus ist klein. Mein Haus ist klein. Mein Haus ist klein. Meine Mutter ist in der Küche. Meine Mutter ist in der Küche. Meine Mutter ist in der Küche. Mein Bruder ist im Badezimmer. Mein Bruder ist im Badezimmer. Mein Bruder ist im Badezimmer. Mein Vater arbeitet im Wohnzimmer. Mein Vater arbeitet im Wohnzimmer. Mein Vater arbeitet im Wohnzimmer. Ich lese in meinem Zimmer. Ich lese in meinem Zimmer. Ich lese in meinem Zimmer. Die Kinder spielen im Esszimmer. Die Kinder spielen im Esszimmer. Die Kinder spielen im Esszimmer. Das Auto ist in der Garage. Das Auto ist in der Garage. Das Auto ist in der Garage. Im Garten sind Blumen. Im Garten sind Blumen.
Im Garten sind Blumen. Das Haus hat einen Dachboden. Das Haus hat einen Dachboden. Das Haus hat einen Dachboden. Der Wein ist im Keller. Der Wein ist im Keller. Der Wein ist im Keller. Heute regnet es. Heute regnet es. Heute regnet es. Im Sommer ist es heiß und die Sonne scheint. Im Sommer ist es heiß und die Sonne scheint. Im Sommer ist es heiß und die Sonne scheint. Am Ufer des Meeres ist der Wind sehr stark. Am Ufer des Meeres ist der Wind sehr stark. Am Ufer des Meeres ist der Wind sehr stark. Im Winter schneit es oft in den Bergen. Im Winter schneit es oft in den Bergen. Im Winter schneit es oft in den Bergen. Die Temperaturen sind sehr kalt für diese Jahreszeit. Die Temperaturen sind sehr kalt für diese Jahreszeit. Die Temperaturen sind sehr kalt für diese Jahreszeit. Heute ist schönes Wetter. Lasst uns picknicken gehen. Heute ist schönes Wetter. Lasst uns picknicken gehen. Heute ist schönes Wetter. Lasst uns picknicken gehen. Man sieht die Landschaft nicht. Es gibt zu viel Nebel.
Man sieht die Landschaft nicht. Es gibt zu viel Nebel. Man sieht die Landschaft nicht. Es gibt zu viel Nebel. Wegen des Regens ist die Straße sehr gefährlich. Wegen des Regens ist die Straße sehr gefährlich. Wegen des Regens ist die Straße sehr gefährlich. Das Gewitter grollt über der Stadt. Das Gewitter grollt über der Stadt. Das Gewitter grollt über der Stadt. Es ist kalt, aber der Himmel ist blau. Es ist kalt, aber der Himmel ist blau. Es ist kalt, aber der Himmel ist blau. Wie ist das Wetter bei dir? Wie ist das Wetter bei dir? Wie ist das Wetter bei dir? Guten Tag, ich hätte gerne ein Baguette. Guten Tag, ich hätte gerne ein Baguette. Guten Tag, ich hätte gerne ein Baguette. Magst du Croissants? Magst du Croissants? Magst du Croissants? Ich bevorzuge Pain au Chocolat. Ich bevorzuge Pain au Chocolat. Ich bevorzuge Pain au Chocolat. Haben Sie Körnerbrot? Vollkornbrot? Haben Sie Körnerbrot? Vollkornbrot? Haben Sie Körnerbrot? Vollkornbrot? Die Kuchen sehen sehr köstlich aus. Die Kuchen sehen sehr köstlich aus. Die Kuchen sehen sehr köstlich aus. Man kann beim Bäcker ein belegtes Brötchen kaufen. Man kann beim Bäcker
ein belegtes Brötchen kaufen. Man kann beim Bäcker ein belegtes Brötchen kaufen. Welche Brotsorte wollen Sie? Welche Brotsorte wollen Sie? Welche Brotsorte wollen Sie? Ein Vollkornbrot, bitte. Ein Vollkornbrot, bitte. Ein Vollkornbrot, bitte. Wünschen Sie noch etwas? Wünschen Sie noch etwas? Wünschen Sie noch etwas? Ja, geben Sie mir bitte zwei Brioche. Ja, geben Sie mir bitte zwei Brioche. Ja, geben Sie mir bitte zwei Brioche. Ist das alles? Ist das alles? Ist das alles? Ja, wie viel schulde ich Ihnen? Ja, wie viel schulde ich Ihnen? Ja, wie viel schulde ich Ihnen? Guten Tag, ich bin es. Guten Tag, ich bin es. Guten Tag, ich bin es. Guten Tag, wie geht es dir? Guten Tag, wie geht es dir? Guten Tag, wie geht es dir? Ich bin ein wenig müde, aber es geht mir gut. Ich bin ein wenig müde, aber es geht mir gut. Ich bin ein wenig müde, aber es geht mir gut. Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Möchtest du etwas trinken? Nein, danke. Aber ich möchte gerne etwas essen. Ich bin sehr hungrig. Nein, danke. Aber ich möchte gerne etwas essen. Ich bin sehr hungrig.
Nein, danke. Aber ich möchte gerne etwas essen. Ich bin sehr hungrig. Ich habe Brot und Gemüse für das Abendessen gekauft. Ich habe Brot und Gemüse für das Abendessen gekauft. Ich habe Brot und Gemüse für das Abendessen gekauft. Ist Post für mich da? Ist Post für mich da? Ist Post für mich da? Ja, du hast einen Brief und zwei Pakete auf deinem Schreibtisch. Ja, du hast einen Brief und zwei Pakete auf deinem Schreibtisch. Ja, du hast einen Brief und zwei Pakete auf deinem Schreibtisch. Ich werde mich etwas ausruhen. Ich werde mich etwas ausruhen. Ich werde mich etwas ausruhen. Liest du gerne? Liest du gerne? Liest du gerne? Ja, ich lese sehr gerne. Ja, ich lese sehr gerne. Ja, ich lese sehr gerne. Welche Art von Literatur bevorzugst du? Welche Art von Literatur bevorzugst du? Welche Art von Literatur bevorzugst du? Ich lese meistens historische Romane. Ich lese meistens historische Romane. Ich lese meistens historische Romane. Ich mag keine Science Fiction. Ich mag keine Science Fiction. Ich mag keine Science Fiction. Ab und zu lese ich auch gerne einen Krimi.
Ab und zu lese ich auch gerne einen Krimi. Ab und zu lese ich auch gerne einen Krimi. Welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Welches Buch ist dein Lieblingsbuch? Ich mag besonders den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Ich mag besonders den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Ich mag besonders den kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry. Welches ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Welches ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Welches ist das letzte Buch, das du gelesen hast? Das ist eine Biografie von Alphonse de Lamartine. Das ist eine Biografie von Alphonse de Lamartine. Das ist eine Biografie von Alphonse de Lamartine. Guten Tag, ich habe einen Tisch für 2 Personen reserviert. Guten Tag, ich habe einen Tisch für 2 Personen reserviert. Guten Tag. Ich habe einen Tisch für 2 Personen reserviert. Ja, Madame, auf welchen Namen? Ja, Madame, auf welchen Namen? Ja, Madame, auf welchen Namen? Wir haben einen Tisch am Fenster. Sagt Ihnen das zu? Wir haben einen Tisch am Fenster. Sagt Ihnen das zu? Wir haben einen Tisch am Fenster. Sagt Ihnen das zu? Wollen Sie einen Aperitif? Wollen Sie einen Aperitif? Wollen Sie einen Aperitif?
Ich nehme ein Glas Weißwein und mein Freund ein Bier. Ich nehme ein Glas Weißwein und mein Freund ein Bier. Ich nehme ein Glas Weißwein und mein Freund ein Bier. Bitte sehr, das Menü. Bitte sehr, das Menü. Bitte sehr, das Menü. Das Tagesgericht haben wir nicht mehr. Das Tagesgericht haben wir nicht mehr. Das Tagesgericht haben wir nicht mehr. Wünschen Sie ein Dessert? Wünschen Sie ein Dessert? Wünschen Sie ein Dessert? Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Die Rechnung bitte. Der Kaffee geht aufs Haus. Der Kaffee geht aufs Haus. Der Kaffee geht aufs Haus. Dankeschön. Die Speisen waren vorzüglich. Dankeschön. Die Speisen waren vorzüglich. Dankeschön. Die Speisen waren vorzüglich. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik. Jeden Morgen mache ich Morgengymnastik. Das ist sehr gut für die Gesundheit. Das ist sehr gut für die Gesundheit. Das ist sehr gut für die Gesundheit. Ich strecke alle Muskeln meines Körpers. Ich strecke alle Muskeln meines Körpers. Ich strecke alle Muskeln meines Körpers. Ich mache jeden Tag 30 Minuten Sport. Ich mache jeden Tag 30 Minuten Sport. Ich mache jeden Tag 30 Minuten Sport. Man muss genügend Wasser trinken während der Übungen.
Man muss genügend Wasser trinken während der Übungen. Man muss genügend Wasser trinken während der Übungen. Samstags und sonntags gehe ich in den Park joggen. Samstags und sonntags gehe ich in den Park joggen. Samstags und sonntags gehe ich in den Park joggen. Ich habe mich bei einem Yogakurs angemeldet. Ich habe mich bei einem Yogakurs angemeldet. Ich habe mich bei einem Yogakurs angemeldet. Ich muss meine Bauchmuskulatur stärken, aber das tut sehr weh. Ich muss meine Bauchmuskulatur stärken, aber das tut sehr weh. Ich muss meine Bauchmuskulatur stärken, aber das tut sehr weh. Gibt es in dieser Stadt einen Flohmarkt? Gibt es in dieser Stadt einen Flohmarkt? Gibt es in dieser Stadt einen Flohmarkt? Selbstverständlich. Es gibt hier jeden Samstag einen. Selbstverständlich. Es gibt hier jeden Samstag einen. Selbstverständlich. Es gibt hier jeden Samstag einen. Was kann man auf dem Flohmarkt finden? Was kann man auf dem Flohmarkt finden? Was kann man auf dem Flohmarkt finden? Alles: Kleidung, Geschirr, Bücher, Möbel. Alles: Kleidung, Geschirr, Bücher, Möbel. Alles: Kleidung, Geschirr, Bücher, Möbel. Gibt es auch alte Schallplatten? Gibt es auch alte Schallplatten?
Gibt es auch alte Schallplatten? Ja, und sogar alte Fotoapparate. Ja, und sogar alte Fotoapparate. Ja, und sogar alte Fotoapparate. Guten Tag, ich suche eine Lampe aus den 50er Jahren. Guten Tag, ich suche eine Lampe aus den 50er Jahren. Guten Tag, ich suche eine Lampe aus den 50er Jahren. Leider habe ich heute keine. Leider habe ich heute keine. Leider habe ich heute keine. Was haben Sie? Was haben Sie? Was haben Sie? Ich habe diese Lampe hier im Art Deco-Stil. Ich habe diese Lampe hier im Art Deco-Stil. Ich habe diese Lampe hier im Art Deco-Stil. Sie ist sehr schön. Wie teuer ist sie? Sie ist sehr schön. Wie teuer ist sie? Sie ist sehr schön. Wie teuer ist sie? Ich überlasse sie Ihnen für 20 Euro. Sind Sie einverstanden? Ich überlasse sie Ihnen für 20 Euro. Sind Sie einverstanden? Ich überlasse sie Ihnen für 20 Euro. Sind Sie einverstanden? Guten Tag, ich möchte gerne Geld umtauschen. Guten Tag, ich möchte gerne Geld umtauschen. Guten Tag, ich möchte gerne Geld umtauschen. Ich möchte amerikanische Dollar gegen Euro tauschen. Ich möchte amerikanische Dollar gegen Euro tauschen.
Ich möchte amerikanische Dollar gegen Euro tauschen. Wie hoch ist die Umtauschgebühr? Wie hoch ist die Umtauschgebühr? Wie hoch ist die Umtauschgebühr? Kann ich bitte Ihren Reisepass sehen? Kann ich bitte Ihren Reisepass sehen? Kann ich bitte Ihren Reisepass sehen? Wie viel wollen Sie tauschen? Wie viel wollen Sie tauschen? Wie viel wollen Sie tauschen? $500, ist das möglich? $500, ist das möglich? $500, ist das möglich? Wie ist der Umtauschkurs heute? Wie ist der Umtauschkurs heute? Wie ist der Umtauschkurs heute? Wollen Sie die Summe in kleinen oder großen Scheinen? Wollen Sie die Summe in kleinen oder großen Scheinen? Wollen Sie die Summe in kleinen oder großen Scheinen?